Herzlich willkommen bei Noobtech und einem weiteren Unboxing. Für 2010 soll das letzte Unboxing einer Maus gewesen sein. Mein Dank geht an dieser Stelle an die Firma Ditech und deren Filiale in Amstetten, die uns diese Maus freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Wie ihr schon seht, handelt es sich hierbei um die TT Esports Black Gaming Maus aus dem Hause Thermaltake, wie man es aussprechen möchte. Wir sehen hier gleich an der Verpackung selbst die Main Features. Wir haben hier einen Lasersensor mit 4000 dpi. Wir können die Maus mit Gewichten, die jeweils 4,5 Gramm schwer sind, schwerer machen, um eben die Beschleunigung etwas träger zu gestalten. Wir haben den Laser. An der Rückseite gibt es ein paar kleine Infos, die eigentlich nicht wichtig sind. Wie immer, wer es lesen möchte, bitte an dieser Stelle Pause drücken. Wenn wir dann hier die Schachtel öffnen, bekommen wir dieses Bild. Wir haben freien Blick auf unsere Maus. Wir haben hier an dieser Seite in der Bebilderung schon mal die Main Features, die uns diese Maus bietet. Wir haben hier oben zwei Button, diese sehen wir hier, mit denen wir on the fly unsere DPIs rauf und runter stellen können. Wir haben eine Gummiummantelung, wir haben das beleuchtete Logo und so weiter. Wir haben die Gewichte und wir haben einen Philips 4000 dpi Lasersensor. Schreiten wir also gleich wieder zum Unboxen himself. An der Rückseite haben wir diese kleinen Siegel. Diese öffnen wir, wie gesagt, wie immer, darauf achten, dass diese Siegel ungeöffnet sind, um Originalware zu bekommen. Machen das auf, holen uns das so raus, wenn möglich. Ziehen das Ganze dann jetzt so aus. Die Verpackung erinnert uns, wenn wir uns das so ansehen, gleich mal an Razer Mäuse. Unten kommt schon mal der erste Teil des Zubehörs zum Vorschein. Wir haben hier eine Tasche. Finde ich als Zugabe sehr nett. Kann man auch als Handschuh benutzen. Haha. Und wir haben hier die Beilagen. Wir haben hier also das Users Manual. Ich möchte das jetzt gar nicht so auspacken, denn wir haben auch hier in diesem Pack keine Treiber-CD und auch sonst sehen wir hier keine Treiber-CD. Wir lösen also hier das obere ab, holen uns die Maus raus und uns fällt sofort auf, das Kabel selbst ist ummantelt mit einem Geflecht. Trägt zur Haltbarkeit und zur Steuerungsminderung ungemein bei. Der USB-Stecker ist vergoldet, ist auch sehr selten in dieser Preiskategorie, denn die Maus kostet rund 30 Euro, vielleicht ein bisschen darüber. Wir sehen dann hier dieses Finish. Es ist ein schönes Schwarz. Hier glänzende Absetzungen. Sieht stylisch mal sehr gut aus. Und wir haben hier unten, wenn wir sehen, können wir hier aufmachen, 5 Gewichte darin. Diese können wir einzeln wieder entnehmen. Dazu müssen wir hier den ganzen Block rauslösen und dann die einzelnen Stücke rausdrücken. Auch das lasse ich an dieser Stelle. Geht also auch recht einfach. Schauen wir uns dann gleich die Gleiteigenschaften an. Das Kabel dürfte ausreichend lang sein. Ich nehme hierzu wieder das Rocket Tattoo.
und ich sehe, oh ja, oh ja, die Gleiteigenschaften hier sind spitze. Also wenn ich hier leicht antippe, die Maus fährt wie von selbst. Ja. Nicht wie bei einem Vorgänger getestet, der Razer Abyssus, wo wir sehr viel, ich sag mal, Kraft aufwenden mussten, um eben die Maus zu schieben. Das ist bei dieser nicht. Schließen wir das Ganze nun am PC an und sehen uns die Leuchteffekte an. Angeschlossen am PC ergibt sich dann dieses Bild. Wir sehen, das Mausrad selbst ist rot beleuchtet, wie alles andere auch. Wir haben dann hier die DPI-Einstellungen. Diese werden uns hier wunderbar schön angezeigt, damit wir immer sehen und im Blick haben, welche DPIs wir hier nun eingestellt haben. Das finde ich eine sehr gute Idee. Wir haben dann hier einen weiteren Button und die Daumenablage ist hier auch gummiert. Dieser Button ist standardmäßig als Zurück-Button im Browser gedacht. Das funktioniert auch, wenn man keine Software installiert. Kommen wir abschließend zum Fazit über die TTI eSports Black Maus aus dem Hause Thermaltake. Für 30 Euro bekommt man hier jede Menge an Maus. Also bei anderen Herstellern kostet solch eine Maus sicherlich um die 50, 60 Euro. Wie sich das Ganze dann im Langzeittest auswirken wird, wird sich zeigen oder bei jedem Einzelnen selbst. Ich kann nur sagen, die Maus liegt sehr gut in der Hand und bekommt von mir im Preissegment bis 30 Euro oder knapp drüber den absoluten Gold Award. Denn hier hat Thermaltake für mich eigentlich alles richtig gemacht. Das war's dann wieder. Ich hoffe, ich konnte an dieser Stelle euch ein wenig inspirieren. Wenn ja, macht ein Abo, erzählt es weiter. Wenn nein, tja, dann eben nicht. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, bewerten, kommentieren und abonnieren.